Und damit herzlich willkommen zu Heldrick Beta Demo. Welcome to the beta preview of Heldrick. Please keep in mind that the game is still in development and may not reflect the final product. This is only a limited preview and does not include all content in the game. Please let us know if you find a bug or run into an issue. We really do want your feedback to improve the game. Wie es hier schon ausführlich erklärt worden ist, das ist eine Beta zu Heldrick. Und wie man eventuell im Titel lesen kann, handelt es sich um ein Weihnachtsspecial. Ich wollte, das kann ich hier mal ganz kurz erzählen, eigentlich was anderes machen, so in der Richtung von dem von letztem Jahr. Das war auch so bescheuert. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und da gab es halt ein paar Probleme und hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und habe ich mir gedacht, nimmst du halt was anderes auf? Weil ich wollte das hier Heldrick, sowieso irgendwann früher oder später aufnehmen. Habe ich mir gedacht, morgen ist Weihnachten, nimmst es doch einfach jetzt auf, machst drei Teile draus und bringst es als Weihnachtsspecial raus. Die Leute werden sich sicher freuen. Ich meine, sie müssen es sich ja nicht anschauen und die es anschauen, die haben dann ein bisschen mehr Content als sonst und da gibt es ja eigentlich nur Gewinner. Und da ich das, wie gesagt, früher oder später sowieso aufnehmen wollte, mache ich es einfach jetzt. Und Weihnachtsspecial, frohe Weihnachten und so weiter und Weihnachtsfeiertage oder Chanukka oder Rising of Great Cthulhu oder was man nicht alles feiert zu der Zeit. Vielleicht schaut es ja auch irgendwann anders an, dann müsste ich euch eigentlich frohe Ostern wünschen zum Beispiel. Oder alles Gute zum Geburtstag nachträglich oder vorträglich eigentlich. Und einen guten Rutsch ins Jahr 2023 auch schon mal am besten. Wer weiß, vielleicht seht ihr das ja auch in 1000 Jahren. Wie ist es denn so in der Zukunft? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, wir widmen uns einfach mal dem Spiel. Und da ist das Spiel abgestürzt. Hervorragend. Gerade eben ging es doch noch. Ich hatte gerade eine kleine Testaufnahme, um zu schauen, ob die Framerate einigermaßen funktioniert. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder hier im Titelbild von Heldrick, The Legend of the Shoemaker. Und wie der Untertitel hier schon ein bisschen verrät, es geht um einen Schuhmacher. Und zwar, soweit ich habe das verstanden, das Ganze erscheint übrigens auf Steam Greenlight. Beziehungsweise die Beta, das ist ja noch nicht so richtig erschienen, aber alles über Steam Greenlight geht es gerade. Könnt ihr ja mal vorbeischauen und Daumen nach oben da lassen oder die Entwickler unterstützen und so weiter. Die Beta ist übrigens kostenlos. Der Link steht natürlich in der Beschreibung. Und ich habe mal auf Steam Greenlight geguckt, hauptsächlich wegen dem einen Achievement, was man dafür kriegen kann. Und da bin ich auf das gestoßen und das Konzept hat mich eigentlich recht angesprochen. Und dann habe ich gedacht, ja, gibst du mal einen Daumen nach oben oder was es auch immer ist, ein Ja, ich würde es mir eventuell kaufen. Und dann habe ich jetzt neulich mal geguckt, ach, die Beta ist ja da. Schaust du mal rein und machst vielleicht ein kleines Let's Play davon. Und es geht quasi darum, dass ein Dorf angegriffen wird. Und die Entwickler haben sich quasi gedacht, der Protagonist ist immer ein großer Held, ein perfekter Mensch, ein Adonis seiner Zeit, der allen Gefahren trotzt und alle Gegner niederstrecken kann. Warum denn nicht mal ein einfacher, ein kleiner Bauer oder vielleicht ein Schuhmacher, der hilft, sein Dorf zu verteidigen und nur will, dass seine Familie und seine Freunde überleben. Und das Ganze ist so ein bisschen Rundenform aufgebaut und man läuft da drum, tötet Gegner, bekommt Geld, baut Häuser und Verteidigungsanlagen und so weiter. Und ich würde sagen, wir drücken mal auf Continue. Ich habe es schon, wie gesagt, einmal angespielt. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Beta ist ja auch ein bisschen, wie ja in dem einen Titelbild da vorhin schon stand, ein bisschen eingeschränkt. Ich habe Bromville und Timberland gespielt. Aber das sollte nicht so Sache machen. Und wir starten direkt einmal ins erste Level. Bromville. Establish a small camp. Natürlich das Ganze noch auf Englisch, ist ja klar. Aber das können wir ja alle. Wir sind ja gebildet. Would you like tips for new players? Wollen wir Hilfestellungen? Ja, natürlich. Wir sind ja noch ein kleiner Schuhmacher, der noch nicht in die Schule gehen kann, weil sie keine Schule haben. Wir müssen den Villagern helfen. Ah, Steuerung mit der Maus. Nicht WASD. F1 for help. Ah, guck mal, Movement. You can move around the world
By left clicking on the ground or target, Heldrick will automatically attack any enemy that are close when he stops. Wie heißen also Heldrick? Das ist ja ein sehr interessanter Name. Und hat überhaupt nichts mit Helden oder sowas zu tun. Kamera kann man bewegen mit der rechten Maus, so wie in zum Beispiel Drakensang oder Dragon Age oder vielleicht auch anderen Spielen. Zoomen mit Mausrad. If you would like the camera to automatically rotate with L2X, let camera auto rotate. Nee, lass mal. Dann kann man hier noch andere Sachen machen. Aber das werden wir alles noch herausfinden. So. Drück da mal drauf. Wie kann man nochmal die Waffe? Eins? Ach, zwei ist Schwert. Okay. Jetzt. Hau drauf! Jetzt haben wir 250 Geld bekommen und der Goblin oder was das war, ist besiegt. Kann man sehen, was das war? Nein. Klick the Objective Button, Yellow Star on top right, in the top right. Ich will immer mit WASD laufen, Mann. Brauche ich ja nur die Maus hier fast. Use the camera controls to rotate and zoom. Zoom mit dem Mausrad, das wissen wir ja schon alles. Ich habe ja gelernt. Herr Lehrer, ist es nicht so, dass Horst Konrad von Wagenrad bereits 1912 gesagt hatte, dass Wasser flüssig sei? Ja, Paula, das ist vollkommen korrekt. Hast du sehr gut mitbekommen. Du kriegst ein mündliches Plus. Dann dreht man die Seite um in seinem Buch und da steht 1912 entdeckte Horst Konrad von Wagenrad, dass Wasser flüssig sei. Immer diese Streber, diese kleinen Scheinheiligen. Kennt man ja sicher. Was müsste ich jetzt eigentlich machen? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Tents increase the village population count. Ah, wir sollen bauen. Ich glaube, das war mit B, oder? Ja, Baumodus. Construction mode. Now select a small plot and build a tent. Wir sollen ein Zelt bauen auf einem schmalen, auf einem kleinen. Hier ist das Baumenü. Er kostet 500, wir haben 1000. Die Klasse ist zivil. Kleines Zelt. Population cap plus 2. Villager respawn. Born Rate plus 1%, das ist ja bezaubernd. Da können wir hier alles ein bisschen filtern. Und es kommt alles später noch. Bauen wir mal ein kleines Zelt. Jetzt können wir es noch rotieren. Das geht jetzt mit WASD, aber... Pff, ja. Ich denke, das wird schon so ganz gut sein. Upgrading a campfire will heal allies around it. Wo haben wir denn... You need more population to unlock the tiny plot. Achso, wo kann ich denn jetzt hier ein Lagerfeuer? Watch the population. Hier, 3 von 4. Wie viel brauchen wir denn für ein tiny? Requires. Ach, Alter, geht er mal weg. Population 8. Ja, da brauchen wir noch 2 Zelte, oder? Oh. Ja, komm, hau hin. Warte. Hä? Ach. Warte mal. Hier 4. Ach, das ist so. So, das eine braucht 8 und das andere. Ah, so. Jetzt verstehe ich. Das ist ja gar nicht so kompliziert. Meine Güte. So, wir können Area Lamp. Lamp Post with small area light. Ein bisschen Licht. Ja, gut. Ist ja nicht dunkel. Bauen wir lieber ein Campfire. Keep villagers warm. Can be upgraded to provide for light healing. Und das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Wie wollen wir es drehen? Ist da fast SimCity hier. Bauen wir es mal so. Das sieht schön aus. So, und das sollen wir jetzt upgraden, wenn ich es richtig verstanden habe. Upgraded Fire Pit with Food that provides light healing. Heals allies in range 2%, range 3 Meter. Wie viel kostet denn das zum Upgraden? Steht das irgendwo? Ach, hier, 500, oder? Ja. Genau. Wir werden angegriffen. Attack wave coming. Notice a timer in top left. Hier. Ein Wellentimer. Wir können hier Barrieren bauen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Dann kommen die Feinde da nicht durch. Haha. Wir sind schlaue Menschen. Was kann man denn noch so bauen? Hier hinten vielleicht noch ein paar... Walls, ein paar... Wie heißen das? Barrikaden. So, wo kommen denn die Gegner? Ich kann die Kamera leider nicht so hier vertikal drehen. Double click the wave timer to start... Oh nein, du sollst... Weißt du was? Soll jemand aus dem Baumodus raus?
geh mal dahinter und wir können wir schon... Clearly, I'm not ready for that yet. Oh, Sprachausgabe, Alter. I cannot use that. Das will ich nochmal hören. Clearly, I'm not ready for that yet. Ich wollte einen Bogen ausrüsten, aber anscheinend ist er noch nicht dafür bereit. Ich meine, weil wir haben jetzt hier so schöne Barrikaden. Oh, wir werden... Da kommen die Gegner. Und die kommen jetzt ja gar nicht an der Barrikade vorbei. Ich wollte mit dem Bogen. Dann gehen wir schnell zurück. Dann können wir die hier irgendwo am Ortseingang angreifen. So. Schnell hinterher. Beschütze deine Mitbewohner, deine Dorfbewohner, du Schuhmacher. Dann können wir uns ein paar Goblin-Schuhe draus basteln. Wenn wir keine Krokodile in der Nähe haben, ist das ja, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ha! Erfolgreich verteidigt. Oh nein, da ist noch jemand. Ach. Da kommt noch mehr. Nein, die werden wir auch noch abpassen hier. Töte sie. Shadow Hack Goblin. Kill remaining enemies. Survive this attack wave, ja. Da ist auch noch einer. Ich rette euch, meine Damen. Hervorragend. So, die drei Barrieren haben wir gerade schon gebaut. Get 5 Keck Kills. Blow them up using black powder kegs. Das sind so so Brandfässer, die können wir mit, genau, mit V. Da steht's ja schon. Wie viel haben wir denn? Hier unten 3. Ich würde sagen, dann bauen wir hier, genau, einfach mal eine kleine Reihe. Können wir mit Shift V. Ich glaube, das machen wir mal ganz kurz. So, hier, nehmen die auch mal mit. Und dann, wisst ihr was, dann machen wir es mal. Die kommen ja alle von hier hinten, ne? Hier ist recht schmal. Machen wir es mal so. I cannot use that. Ich dachte, du hast da noch eins. Egal. Da sollten die eigentlich schön in die Luft fliegen, wenn die hier vorbeikommen. Keck Ammo Count is based on the Villagers Population. Oder müssen wir bald ein paar neue Zelte bauen, glaube ich. Und da kommen die Gegner. Die Hörner werden geblasen und da kommen sie schon angerannt. Wir sollten vielleicht nicht ganz an... Perfekt. Perfekt. Sterbt, ihr Bestien. Ihr ruiniert mir nicht mein Weihnachtsfest. Man merkt, das Spiel ist auf jeden Fall noch in der Beta. Oh, Victory. Congratulations, you have saved this village. Hervorragend, wir sind die besten Schuhmacher der Welt. 15 Goblins, keiner gestorben. Geil. Nächster Level. Jetzt könnten wir es natürlich theoretisch nochmal machen. Oder wir begeben uns nach Timberland. Build a slow shrine, build a market, build a fletcher, survive remaining attacks. Ja, das sollten wir hinkriegen, glaube ich. Build a shrine of slow, a shrine. I cannot use that. Ich wollte einen Baumodus. Was bauen wir denn hier am besten? Shrine of slow, das war, glaube ich, bei Tiny. Ah, das läuft währenddessen runter, verdammt. Shrine of Slow, 5000, wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Geld, das heißt, ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal ganz viele Zelte, weil unser Income, das sind, soweit ich es verstanden habe, quasi die Steuern unserer Einwohner, das heißt, umso mehr Einwohner wir haben, desto mehr Geld bekommen wir, weil es ja exponentiell wächst, glaube ich. So, Barrieren brauchen wir auf jeden Fall auch. Kann man nie genug haben. Dass die Gegner da nicht einfach durchrushen können und unser Dorf überfallen und unser Christmas-Fest, unser Weihnachtsfest sabotieren können. Ja, aber allzu viel Geld bekommen wir jetzt leider auch noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen an Einwohnern dazu bekommen. Aber wir haben ja ein paar Zelte gebaut, das sollte ja recht schnell gehen. Da haben wir schon mal die 1.500 und hier kommen auch welche durch. Das heißt, wir können hier ein Fass hinstellen. Wir haben gerade leider nur eins, aber das, ach, jetzt haben wir das zweite. I cannot use that. Natürlich kannst du das benutzen. Na also. Kann ich jetzt... I cannot use that. Ach, wir haben gar keine Pfeile. Ach so. Ja gut, sag es doch gleich. Kann man hier gleich auch noch ein... Wall hinbauen. Perfekt.
Und dann kann man eigentlich die Welle schon mal holen, oder? Ich meine, kriegen wir dann das Geld, was wir bekommen würden in der Zeit? Nein, anscheinend nicht. Hier kommen die Gegner. Ist meine Kameraführung und so noch ein bisschen kompliziert im Moment. Da! Ja, nein! Boah, wir sind zum Glück nicht gestorben von diesem Fallschuss, der äußerst präzise platziert war. Und die Kamera dreht sich auch leider irgendwie recht langsam. Das könnte man vielleicht noch verbessern oder... Moment mal, kann man das vielleicht irgendwo einstellen? Auto-Rotate-Kamera könnte man natürlich anmachen. HUD-Scale. Rotate Window und Builds. Kann man nicht unbedingt einstellen. Ich mach mal das hier an. Hatte ich bisher ausgemacht, aber vielleicht... This can't be happening. Nee. Nee, sorry, da bin ich lieber selbst souverän. So, finde ich es schon besser. Hier, den musst du retten. Das ist dein Vater, Junge. Papa, ich rette dich. Und den Goblin tötest du bitte auch noch. Das müsste... Nein, leider noch nicht ganz der Letzte sein. Hier. Den kann ich schauen, was es ist. Nein. Jetzt haben wir aber sehr viel Geld. 5000, dann können wir hier einen Shrine of Slow bauen. Finish. Jetzt brauchen wir einen Market. Einen Markt. Hier, oder? Market. 7500, Alter! Wie viel kostet das andere? Ein Blacksmith, ein Schmied. Unlocks Basic Villager Weapons. Add Player Melee Damage. Bonus Melee Damage 10. Villager Weapons unlocked 1. Das ist ja nicht schlecht. Dann machen wir mehr Schaden und unsere Dorfbewohner kämpfen auch gescheit mit. Und ein Fletcher ist ein Bogenbauer. Unlocks bows for you and your villagers. Makes arrows. Ja, arrows schreibt man mit zwei R's, ja? Okay, ja. In between waves. Tip will stack with others. Arrow production 6 kann man mit dem Bogen schießen. Wir können auch hier Häuser bauen in verschiedenen Ausführungen. Villager respawn rate plus 5. Population cap plus 5. Quasi wie das Zelt, nur halt in groß. Kostet aber auch alles. Market. Adds additional income per villager, slows enemies in range, da kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld, das wäre auch ganz praktisch, kostet aber halt auch einiges, ne? Does not stack, aha, also eine Reihe, Bonus Coin Rate 25% und Rebirth Shrine. Resurrect Player on Death, Upgrade for faster time. 2500. Ja, wir werden einfach nicht sterben, ne? So einfach ist es. Aber wir können hier vielleicht mal ein Campfire bauen. Und das auch upgraden. Dann können wir hier nämlich geheilt werden. Was haben wir denn hier noch so alles? Area Lamp, ja, nee, das Licht braucht man ja nicht. Well ist ein Brunnen. Wishing well, everyone likes to make a wish. Das ist auch eher so Dekoration. Ja, steht ja dran. Wohl Kämpfer ja auch, aber das hat ja wenigstens noch Nutzen da mit dem Heilen. Slow, ja, das slowt die Gegner, das verlangsamt die. Shrine of Health. Heals all allies in range, Shrine of Damage gives all allies in range a bonus damage. Ja, das ist ja ganz nice. Das, ich glaube nicht, dass wir die 7500 noch kriegen, bevor hier die Welle kommt. Das bezweifle ich doch stark. 20 Sekunden, obwohl vielleicht die 800, 700, Dann ist irgendwann während der Welle, aber da bin ich beschäftigt, mein Dorf zu retten. Na, schauen wir mal, vielleicht wird es ja noch was. Ah, doch, das müsste eigentlich schaffen. Dann bauen wir den Markt noch schnell. Perfekt. Jetzt müssen wir noch hier schnell die Sprengfässer platzieren. Und zurück, zurück, dass du nicht selbst in die Luft gesprengt wirst. Alle erledigt mit einem Schlag. Perfekt. Und hier kommen gleich noch mehr Gegner. Stellst du dich hier in den Shrine of Slow rein. Und dann kannst du ja schon mal ein paar kaputt hauen. Und hier kriegen wir auch gleich einiges an Geld. Dann können wir demnächst unseren Fletcher bauen. Kann ich... Ich kann gerade nicht in den Baumodus wechseln. Wahrscheinlich, weil er gerade kämpft. Ist ja klar, kann Schuhmacher ja kein Haus bauen, wenn er gerade gegen Goblins sich erwehren muss. Jetzt kann ich gerade auch nicht... Das ist, weil der Kampf gerade losgeht. Auch wenn er gerade nicht selbst direkt kämpft. Alles klar, gut zu wissen.